Heroes and records, tragedies and destinies, a spirit of exploration and daring. All of this in the middle of Berlin, 100 years of the Avus, a legend in asphalt. It's Germany's oldest and fastest racetrack and the world's prototype motorway. For 100 years, these two long straights have stretched down the side of the German capital. The Avus played a big role in the life of German racing driver Hans-Joachim Stuck. The Avus gehört für mich zu den bedeutendsten Rennstrecken der Welt. Das war ein Highlight. Dann da, A, zu fahren, B, erfolgreich zu sein, gehört zum guten Standard eines Rennfahrers. Auch schon die geografische Lage in der Stadt, in Berlin, mit der Historie. Es gibt kaum eine Rennstrecke, die so eine Historie hat wie die Avus. The eventful history of the Avus also gives some insights into the development of motor racing itself. The car which brought Hans-Joachim Stuck victory on the Avus is just one part of a special exhibition at the PS Speicher Car Museum in Einbeck, Lower Saxony. All the vehicles that made racing history in Berlin are presented here. On the 24th of September 1921, the Automobile, Traffic and Practice Road, Avus for short, was inaugurated with a motor race. In 1926, the German Grand Prix started here for the first time. It brought the first victory of German racing legend Rudolf Caracciola. More and more ambitious young Germans found their way into racing. In the 1932 race, Hans Stuck also vied for victory there. Mr. Pappe, den erkenne ich an der Haltung. Erstens an der Haube, die Brille und die Gesichtsform, der sticht da immer raus. Gell. Auf was war er denn da unterwegs, 43? Was war denn das damals? Hans Stuck repeatedly broke records in Mercedes and Auto Union cars during the era of the legendary Silver Arrows. In 1934, he covered 200 kilometers on the Avus at an average speed of 216 kilometers per hour with this Auto Union racing car, whose 16-cylinder engine packed almost 300 horsepower. Was die Burschen damals geleistet haben mit den Autos, gell? Kann man immer nur wieder sagen, unglaublich. Und Hut dreimal ab davor. Bei der Ergonomie, damit du da schlecht drin sitzt, du kannst die Beine nicht ausstrecken, du hast die Arme angewinkelt, du hast keinen Sicherheitsgurt, du hast kein ABS, keine automatische Schaltung, keine Servolenkung. Also das ist, und dann die Geschwindigkeiten. Auf der Arbeit sind die 400 gefahren, gell, mit den Dingen. Mit den schmalen Reifen musst du dir mal vorstellen. Wenn du abfliegst, dann bist du möglicherweise tot. Hans Stuck also knew that. Ja, die Blasen von dem schlagenden Steuerrad, die spüre ich heute noch an den Händen, wenn ich nachts davon träume. Und die verbrannten Füße von diesem heißen Bremspedal, die vergesse ich nie. Es war nicht immer leicht, diese Heckschleuder unter Kontrolle zu behalten. Da gab es noch keine Leitplanken, da war dann der Grunewald. Und da hast du dir schon überlegt, was da ist. Und dann auch natürlich die Steilkurve nicht zu vergessen. Ne? A bend with an angle of inclination of 43 degrees connected the two straights at the north end of the high-speed track from 1937 to 1967. Und nochmal wesentlich mehr Druck aufs Auto hat es, mehr Belastung fürs Material, auch für den Fahrer natürlich. Also das war schon von ihm körperlich her eine unglaubliche Leistung. Gell? Da war für ihn auch klar, weil das Risiko damit verbunden ist. Und dann, wie ich dann angefangen habe, Rennen zu fahren, hat er das sehr, sehr begrüßt natürlich, weil er das toll fand, aber wusste ja um das Risiko auch. Der Vater hatte wirklich schwer, hat ein Nasenbein als Elfenbein gehabt, ein künstliches Ellenbogengelenk, weil der Protektor vom Reifen weggeflogen ist, die Arme waren draußen. Also er wusste schon, wenn er mich jetzt Rennen fahren lässt, das wird auch für ihn nochmal schwierig, ja. Dazu zu gucken. Hans-Joachim Stuck celebrated his first Formula 2 victories in the early 1970s at the age of 20. Then he competed in Formula 1 for 5 years as one of the first German drivers. In the 1980s, he switched to the sports car series and won the legendary 24 hours of Le Mans twice. And he won the first title for Audi in the German Touring Car Championship.
Hans-Joachim Stuck's hobby is vintage cars. He's always been keenly involved in the development of automobile technology. The same could be said of the Avus. Mit ein Grund, dass sie gebaut worden ist, war sie als Teststrecke nutzen zu können. Weil es gab da noch keine andere Strecke, wo man so lange auch geradeaus fahren kann, die Belastung erproben kann. Und das war damit ein Hauptgrund auch für eine weitere Strecke. Gell? It was on this asphalt that innovative vehicle prototypes such as the Leichtbau Meyer in the 1930s or the Rack 2 were developed. Fritz von Opel accelerated this rocket-powered vehicle to 238 kilometers per hour within a few seconds on the track consisting of just two 19-kilometer straights connected by two bends. Until 1940, this race and practice track was closed to public traffic. The Berlin-based Avus expert Ulf Schulz knows almost every detail of the eventful history of this special road. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen hier in Berlin 1921 zum Eröffnungsrennen der Avus. Fritz von Opel steht schon am Start mit seinem roten Opel 8-25 PS. Wir sind tatsächlich hier im Fahrerlager. Hier waren früher die ganzen Trucks aufgebaut von den großen Rennteams, gerade zur DTM-Zeit, wie ich selber noch erlebt hatte. Und dann wurden die Zelte aufgebaut, dann konnte man hier als kleiner Junge damals durchlaufen, hat die großen Rennfahrerlegenden persönlich getroffen. The asphalt on which racing history was written is also particularly important for the development of traffic in Germany. The Avus is considered the mother of the Autobahn. Es war eine der Aufgaben der Avus, beziehungsweise war sie Testlabor, Feldlabor für den Asphalt. Man hatte am Anfang wirklich unterschiedliche Belege auf der Strecke und konnte sich so durchprobieren, auch im Straßenaufbau. Was man heute kennt mit Recyclingmaterial, wie der Straßenaufbau funktioniert, das alles hat man hier auf der Avus getestet und das floss natürlich später in den Autobahnbau, Straßenbau deutschlandweit, weltweit ein. Sie ist mindestens mal die Stifterin der Autobahn, Ideengeberin der Autobahn und hat ihren großen Anteil an den heutigen Straßen, die wir so kennen. After the Second World War, the Avus ran through the west of the divided city of Berlin to Dreilinden, the border crossing for the transit route through the GDR. Der Weg in die Freiheit im Prinzip, man hatte natürlich noch die Transitzone vor sich, aber wenn man da durch war, dann war man halt in Westdeutschland und deswegen bezeichne ich die Straße auch gerne als Weg in die Freiheit. In the 1950s, before the Berlin Wall was built, the Avus was allowed to host Formula One races, open to both East and West Germans, as a political sign of togetherness. But serious accidents forced a break in the racing history of the Avus. It was not until the 1980s that some motorsport competitions for young drivers were held here again. Michael Schumacher won one of his first races on the Avus. From 1984, the German Touring Car Championship also raced here, and the Avus became Hans-Joachim Stuck's favorite racetrack. Du bist halt in Berlin gefahren. Das ist genau, wenn man ihn heute aussuchen darf, war er liebsten am Nürburgring. Ne? Das ist halt eine spezielle Stätte. And the race weekends in the capital alongside racing buddies like Prince Leopold of Bavaria became a very special experience. Leute von Bayern und meine Wenigkeit, da wurden Scherze gemacht, die kannst du ja gar nicht mehr bringen, da wirst du eingesperrt. Ne? Aber da war Berlin auch, weil du halt toll in der Stadt gewohnt, du hast Zeit gehabt und so. Man hat sich da getroffen, hat Spaß gemacht. Schon wirklich genial, geniale Zeiten. Gell? And of course Hans-Joachim Stuck couldn't miss the Avus birthday party. Exactly 100 years after the first race on the track through Grunewald Forest, he once again stood on the asphalt that made racing history. Jetzt wieder original hier zu stehen, ist halt was anderes. Hier war schon Driftzone. Nicht im Quattro, der hat nicht gedriftet, gell? Aber in anderen Autos bist du hier schon, hast du so die letzten Zucker mit Übersteigen gemacht hier.
Das war die Verbindung aus diesen langen Geraden, diesen Schikanen, wo du wirklich auf den Punkt genau bremsen musstest. Nicht zu spät, dann hast du nämlich die Geschwindigkeit nicht für die nächste Gerade. Zu früh hast du Zeit verloren. Dann die Anfahrt hier auf die alte Nordkurve, die Westkurve, war sehr interessant zu fahren. Und diese Kombination, also den Beschleunigen, wenig Abtrieb zu fahren mit viel Leistung, war schon eine Herausforderung. Und dann die Flachkurve auch relativ schwierig zu fahren. Da war am Ausgang ja mal der Unfall mit Dieter Quester, der sich überschlagen hat, der am Dach übers Ziel gerutscht ist. Ne? Also war schon einiges geboten. Ne? In May 1990, Hans-Joachim Stuck won his first race in the German Touring Car Championship on the Arvus. A special highlight in his racing career. Gerade auch zu traditionellen Dingen. Dort zuvor, der Papa hat gewonnen. Es ist halt Familiengeschichte. Ne? Ich meine, es gibt ja nicht so viele Familien, wo die Väter und Söhne da Rennfahrer sind. Aber das auch dann umzusetzen, dass man auch einen gewissen Erfolg hat und dass man dann weiß, der Vater im Oben, der schaut im Himmel jetzt vielleicht zu und freut sich, das ist schon ein tolles Gefühl. But the race would be one of the last highlights on the Arvus. By 1996, further serious accidents and the challenge of closing the Berlin City Motorway meant the Arvus would no longer be used as a motorsport venue. Schade, wenn man nicht mehr drauf fahren kann. Also ich muss natürlich sagen, bedingt durch die Verkehrssituation, dass ja im normalen Leben eine Autobahn ist, war natürlich klar, dass es schwierig ist. Ich wünsche mir, dass da noch Teile erhalten bleiben. Und das finde ich schon mal wichtig, weil das ein Symbol für Deutschland ist. A symbol and a witness of 100 years of mobility in Germany. Seit 50 Jahren bin ich jetzt aktiver Rennfahrer, ganz schön lange. Bin aber stolz drauf und bin stolz auf der Arvus gefahren zu sein. Happy Birthday!